So, da sind wir dann auch schon wieder. Wollte ich eigentlich noch irgendwas holen? Nee, ich wollte das Inventar leer machen und schon mal nach Farben gucken. Genau. Haben wir hier irgendwas drin, was eine Farbe ist? Rote Blumen höchstens. Können wir ein bisschen Holz reinpacken. Da haben wir mal ein bisschen was hier auf Lager. Davon brauche ich auch nur noch ein. Cobblestone, Moosstein, noch mehr Cobblestone. Das lohnt sich jetzt nicht, nach oben in die eigene Kiste zu bringen. Den wollte ich auch eigentlich schon lange weggelegt haben. Saatkorn woanders hin. Das brauchen wir nachher noch hier. Hier hätten wir doch bestimmt noch ein paar Farben. Rot, Orange, Gelb. Legen wir es mal da oben hin. Schwarz. Tintensäcke brauchen wir noch ein paar, glaube ich. Den Rest legen wir uns mal hier unten rein. Ich höre eine Spinne. Hier haben wir... Haben wir keine Kakteen hier? Was haben wir mit den ganzen Kakteen gemacht? Oh, wo kommst du denn her? Ach ja, die sind hier oben drin, genau. So, alles, wozu ich jetzt zu faul bin, es einzusortieren, kommt erstmal in unsere Restekiste unten rein. Damit wir jetzt einfach auch mal flott vorankommen. Nee, dich brauche ich. Du. Irgendwann sortieren wir, sobald die Kiste voll ist, das verspreche ich. Das haben wir bisher ja immer gemacht, dass wir irgendwann dann hingegangen sind. Und die Musik passt jetzt nicht zu der andächtigen Aufgabe, nein. So, das passt eher zum Farbsortieren. So, Orange, was gibt es denn noch? Es gibt Pink. Dann gibt es Hellgrau. Ne, Grau, und es gibt noch helleres Grau. Und ich brauche noch ein bisschen Lapis. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich nehme mal so ein Stack hier. Hast du Kohle? Nein. Dann gehen wir einfach mal rüber. Dann kann ich gleich die Kakteen brennen. Machen wir mal erstmal 4. So, und gehen dann... Ach, Werkbank brauchen wir nicht. Pink. Dann gibt es Lila. Dann gibt es Magenta. Das war, glaube ich, Lila und Pink gemischt. So. Wie viele Farben haben wir jetzt? Wir brauchen insgesamt 15. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schön. Jetzt kommt's. Hellblau gibt es. Dann gibt es auch noch, ich weiß gar nicht, helleres Grau, macht man das so? Ja. Dann brauchen wir doch kein Tintensäckchen mehr. So. Jetzt kommen noch Grüntöne dazu. Passt. So. Dann haben wir hellgrün. Und dieses Grün. Und jetzt geht uns der Platz aus. Das können wir ja hier stapeln, ist ja kein Problem. Eine Farbe fehlt mir jetzt noch. Welche ist das? Braun. Ah, ja. Braun werden wir so schnell nicht kriegen. Oder haben wir irgendwann mal Kakaobohnen gefunden irgendwo? Ha! Haben wir. So. So, das war jetzt unsere kleine Farbenlehre. Und ich finde, das macht auf jeden Fall was her. Vor allem ist jetzt diese Ecke hier wirklich schön, dass man jetzt hier... Jetzt könnte ich auch theoretisch das hier noch abreißen. Bis hier. Also irgendwie stimmt das mit der Schaufel nicht. Jetzt brauche ich ein paar mehr. Aber das ist ja kein Problem. Da schon wieder gerade. Habt ihr das gesehen, dass da einer doppelt irgendwie... abbaut. So,
Ich denke, das reicht. So. Hier, es war mir auch so ein Dorn im Auge hier, dieses... Dann, dass dahinter nichts war, das hat mich eigentlich auch schon länger genervt. Eigentlich nicht, ich habe es gerade erst entdeckt. So. Jetzt heißt es Tiere färben, aber erstmal Tiere neu sortieren, weil... Wir haben ja dann noch unsere Tiere, die... Unsere eine Box, die leer ist. Ach, es regnet mal wieder. Wow! Ich dachte... Nee, aber jetzt... Irgendwann ist der Punkt genommen, wo ich dieses Platschgeräusch nicht mehr auf den Ohren ertrage. Würdet ihr mitkommen, wenn ich lieb bitte? Dann komm mal raus. So. Und bei euch dasselbe Spiel? Ach nicht, jetzt bringe ich dich erstmal weg. Sonst bist du mir nachher noch im Weg. So. Du bleibst mal hier auf der Wiese stehen. Das Tor nehme ich mir auch schon mal unten rein. Und jetzt hätte ich von euch gerne eines. Nein, 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 du bleibst drin. So, und jetzt kommt mit. Ach nee, jetzt ist der auch noch im Love-Mode hier. Kann man den das nicht irgendwie austreiben? Ich glaube, das verzieht sich von alleine. Ja, es werden, glaube ich, schon weniger Herzen. Ja, komm. Love Mode aus. Wo ist denn? Ach, da ist es. Ah, guck mal. Es geht doch. Hunger siegt über Liebe. Das war doch schon immer so in unserer Welt. So, und rein hier. So, und schon haben wir alle Ställe gefüllt. So, nachdem ich euch dann gefärbt habe, dürft ihr euch dann auch vermehren, sodass wir in jedem erstmal drei Schäfchen drin haben. Außer in denen, wo jetzt noch die Babys drin sind. So, ihr bleibt auf jeden Fall weiß. Ihr werdet hellgrau. So. Was mache ich mit euch? Ihr werdet auf jeden Fall dunkelgrau. So. Ihr werdet... Ah, ihr werdet zum schwarzen Schaf der Familie, habe ich beschlossen. So, nächste Reihe. Ich würde sagen, hier fangen wir mit Gelb an. Gelb, Orange, Rot, Braun. Also Gelb. Orange. Dann haben wir das hier alles auch so ein bisschen sortiert. Rot. Hallo. Komm noch mal ein Stück näher. Ah. Rot. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die kann ich hier schon wieder züchten. Auf jeden Fall, ihr seid jetzt die braunen Schafe. Pink, Magenta, Purple, Blau? So. Oder hellblau, dunkelblau, Xian, hellblau, dunkelblau, lila. Ja, dann werdet ihr halt lila. Dunkelblau für euch hier. So. So, für euch hatte ich jetzt Xian gesagt.
Xian ist meiner Meinung nach auch mehr blau als grün, deshalb passt das. So, nach Xian jetzt Light Blue. Habe ich zu wenig Stelle oder meine ich das jetzt nur? Es waren doch 16... 18! Oder? Ne, 16. Aber ich zähle jetzt mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja. Müsste doch ausgehen, aber irgendwie... habe ich das Gefühl, ich habe zu wenig Stelle. Naja, fangen wir mal... Ne, das passt doch. Es gibt noch... Lila haben wir jetzt weg. Das heißt noch Magenta. Und Dunkelgrün kommen da noch. Hellgrün seid ihr. Dunkelgrün werdet ihr, wenn ich drankomme. Voll die Tarnfarbenschafe. Die nächsten werden schwul. So, du wirst schwul und du wirst schwul. So, und zeugt schwule Kinder. Und da Magenta nicht ganz so schwul ist, ist es weiblich. Hallo. So, und wie schön sie alle Kinder gezeugt haben. So, und damit sind unsere Schafställe hier fertig. So, das heißt bunte Farbe zum Abwinken. Bis zum Abwinken. Und das Huhn, Biohuhn hier. Ich würde sagen, ach, lassen wir es. Lassen wir es leben. Ich bin jetzt nicht in Form, kleine, unschuldige Tiere zu töten. Das reicht schon, wenn ich das in meiner komischen... wo ich das Twilly Texture Pack vorgestellt habe. Das wird... ach ja, hier könnten wir den Zaun wieder anbringen. Ja. Ich hoffe, ich habe die Zäune jetzt nicht zu weit zurückgelegt. Nein, die liegen hier, das ist schön. Und ihr kommt jetzt auch alle hier rein. Die kommen dann später auch ins Farbenhaus, also die Farben. Ach, den Weizen kann ich auch ablegen. Und das und das und das. So. Ja, jetzt wollte ich das für das Farbenhaus, wollte ich jetzt hier gerne Dingens haben. Dschungelholz. Das heißt, wir brauchen dafür ein Dschungelbiom. Was hatte ich gesagt mit Schafen, die überbleiben? So. Hier könnten wir schon mal den Zaun abreißen. Der wird nicht mehr benötigt. Hier kommen dann ja kleine leerstehende Häuser hin. Ne, Tatsache, die droppen nicht mehr. Wo tauchst du plötzlich auf? Ich guck mal rein, ob hier ein Twilly drin rumsteht. Nein, kein... doch, da hinten. Da steht Twilly. Hallo. Hallo, Kumpel. Ich finde, das ist toll. Ich habe übrigens beschlossen, ich lasse es doch im Texture Pack drin. Die Kühe kriegen dann ungefähr einen Stall, der wird so groß sein wie jetzt unser Schafstall. Also unsere Schafställe alle zusammen. Dann haben sie auch endlich genug Platz, sich auszutoben. So, ich würde sagen, wir bereiten uns auf unsere Expedition vor.
Ja, eine Folge hätten wir da noch, die wir expandieren können. Bevor ich dann diese Aufnahme unterbreche. Ach übrigens, wer sich wundert, dass momentan kein Spyro kommt. Ich warte, das habe ich im Hardmode auch gesagt, ich warte immer noch auf neue Figuren. Vorher will ich jetzt nicht weiter Let's Playen da, weil sonst sind wir mit dem Let's Play schneller durch, als wir alle Figuren gezeigt haben. Und das fände ich persönlich sehr schade. Deshalb nichts für ungut, aber momentan dadurch dann kein Let's Play. So, was bräuchte ich vielleicht noch? Vielleicht noch eine Schaufel, eine Spitzhacke. Danke. Und ein Kompass wäre ganz nett. Und eine Schaufel haben wir hier. Ah ne, Schaufel, da haben wir ja die Diamant hier. Da nehmen wir lieber nur eine 1, 2, 3 Axt. Und noch eine Spitzhacke. Ich möchte auch mal wieder eine Höhlenerkundung machen. Und ich habe da auch schon eine Höhle in Aussicht. Ich will nämlich, dass wir dann, wenn wir jetzt von der Expedition zurückkommen, machen wir einen Zwischenstopp in unserem Sumpfgebiet. Ich hoffe, dass wir das alles so finden. Und dort werden wir dann mal die Höhle da unten so ein bisschen erkunden, die wir da ausgegraben haben. Als wir da mal unsere erste Nacht übernachtet haben. So. Und jetzt ist die Frage, wo habe ich denn bitte die Uhr hingelegt? Oder den Kompass? Müsste ja theoretisch da drin sein. Ja. Wir können jetzt übrigens auch stacken. So, und ich denke, wir rennen jetzt auch einfach mal sofort los. Obwohl es ist Nacht, oder? Ist es Nacht? Keine Ahnung. Ja, ist Nacht. Na, dann schlafen wir vorher noch eine Runde. Was ich auch noch machen werde vorher, das ist mir jetzt spontan eingefallen, hier unseren letzten Stack Cobblestone werde ich in den Ofen tun. Oder auch hier zum Beispiel die Einfahrten. Hier. Das wird auch alles so bleiben, wie es ist. Es sind wirklich nur die Hauptwege, die wir umändern werden. Dazu brauchen wir natürlich auch jede Menge Cobblestone, aber dann gehen wir mal wieder in unsere Cobblestone-Mine. Die haben wir dieses Jahr auch noch nicht besucht. Ah je, ich sehe da vorne was, das mir gar nicht gefällt. Oder ich glaube es zumindest zu sehen. Ja, nämlich ein Eisblock. Ist da oben wohl doch nicht alles so unbeschadet davon gekommen. Cobblestone brauchen wir dann später auch, um unseren Turm zu bauen. So ein Holzturm wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, aber sieht dann doch nicht so gut aus. Oder vielleicht aus Netherracke, dass wir uns da was hochzimmern. Aber das sieht alles eigentlich nicht jetzt so toll aus. Aber alles mit der Zeit. So, jetzt gehen wir erstmal in den Sumpf und dann von dort geradeaus weiter. Ja, und die Pyramide. Wir könnten den Turm aus Sandstein bauen. Da könnten wir die Pyramide endlich für wegwerten. Wegverwerten. Ja, das ist doch eine Idee. Wir stellen uns einen Sandsteinturm hin. Und wir rennen unsere übliche Strecke. Vorne. Ja, das kommt mir alles bekannt vor. Das ist schon mal gut. Uah! Ist ein Sumpf jetzt hier von der Farbe her, oder? Nee, für Sumpf ist das eigentlich zu farbgleichmäßig. Ja, von dem Himmel auch würde ich sagen, dass das eine Wüste ist. Das ist schön mit jetzt diesen Multifarben, die ich da von Misa übernommen habe. Das macht richtig Spaß. Ja, da verändert sich jetzt auch die Himmelfarbe ein bisschen.
Das sorgt doch zusätzlich noch für jede Menge Atmosphäre. Oh, hier ist jetzt ein Schneebiom. Das heißt, hier werde ich jetzt garantiert nicht tauchen. Ach übrigens, wenn wir uns jetzt hier einen Fahrtweg bauen zu der Mine da, die wird absolut hundertprozentig unter Tage ablaufen. Also nix hier mit großen Verbindungen, Übertage und Gebäuden. Sondern da werden wir uns einfach einen kleinen schäbigen Tunnel graben. Zum Glück ist es ja fast nur geradeaus. Und damit werden wir auch irgendwann zeitnah anfangen. Da wir ja eh Cobblestone-Mangel haben, kommt uns das doch eigentlich entgegen, oder? Vielleicht bauen wir zwischendurch auch mal einen kleinen Bahnhof dahin, dass wir aussteigen können. Um zum Beispiel hier dieses Gebirgsbiom zu besuchen. Da könnten wir uns zum Beispiel ein kleines Berghaus bauen. Das wir einfach so in den Berg zimmern. Ja, die Kuh da unten lassen wir mal leben. Hier ist auch alles Schnee. Ich hoffe, unser Sumpf ist wenigstens noch da. Schafe haben wir jetzt genug. So, ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal die Folge hier Schluss und fangen dann gleich frisch an.